Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder Bevor's gleich losgeht, ja, ganz kurz euer Maximus. Simon Fuß und Frank Buschmann. Viel Spaß heute. Genau, gegen Köln spielt der Maximus heute. Und bald sind wir ja so weit, dass wir auch die originale Zeit haben. Ich glaube, das spielt ja am 21. Oktober. Wir haben schon November. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, trotzdem. Und entsprechend selbstbewusst gehen Sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Ja, ja. Wir haben trotzdem das letzte Spiel verloren und das ist traurig. Maximus war auf jeden Fall nicht glanzvoll. Zu Hause, das soll heute besser werden. Genau. Relativ unglücklich haben sie die letzte Partie 1:2 hergegeben und ich glaube, es ist an der Zeit, was gerade zu rücken. Und ich vermute, dass das heute auch möglich ist. Aha. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Okay, wir haben den Ball wieder. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste. Oh. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Haben wir doch gut gemacht denn. Na, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ah. Da zieht er ab. Oh, gut. Das gibt Ecke. Besser als nichts. So, Ecke kommt. Ja, was ist denn das für eine Ecke gewesen? Echt sehr schwach gewesen. Ja, ein bisschen Unordnung hier schaffen. Brandenburger. Brandenburger, der spielt in Köln. Er nimmt ihm den Ball ab. Ah. Daniel Stanese. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball. Macht er ihn! Ach. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Aber der wollte mir den Ball schon wegnehmen. Maximus ist jetzt schon ein paar Millionen wert jetzt. Daniel Stanese. Brooks. Oh. Jetzt haben Sie den Ball. Ach. Geschlossen, geklärt. Wieder ein Fehler gemacht hier. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Brooks. Ah. Sehr guter Einsatz. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Oh, die machen einen Konter. Schwache Aktion, Ballverlust. So. Brooks. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Der Ball ist Ach. Das war natürlich schwach gelöst. Super Pass. Ach du Scheiße. Klasse gemacht. Nein, 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 unser Abwehr. Robin Scheu. Oh. Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Gibt einen Wurf, aber eng war es. Fast Ecke. Junge, 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 da hatten wir ja richtig Glück. Der Ball, boah, Wahnsinn. So bleibt es beim Unentschieden. Hamdi Damani. Mike Kegel. Und jetzt der Schuss. Ah ja, lächerlich. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Ja, ja. Das erzählt er immer wieder. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Ah, Abseits, ne? Ja. Knapp war er da im Abseits. Wäre aber auch Scheiße. Ja, das war wirklich... Ich muss mich mehr anbieten. Daniel Stanese.
ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Was denn jetzt? Das gibt Freistoß. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Ich habe jetzt gar nichts mitbekommen. Was war denn los gewesen? Na, ich will mich jetzt dann da nicht richtig einmischen, aber... Naja, gut. Passiert halt, ne? Der wird einen langen schießen. Mike Kegel, Brandenburger. Ah. Hartmann. Ja, da sind schon mehr Spieler, die bekannt sind wahrscheinlich. Ah, und da haben wir wieder den Ball. Gut, wieder unsere Abwehr. Aber unser Sturm hat echte Probleme. Brooks. Hereingabe jetzt. Ah. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und jetzt ein Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ah. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Brandenburger. Hamdi Damani. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen hier. Hartmann. Weg ist der Ball. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ball kommt rein. Ja, das sind alles so eine Bälle, die bringen nichts. Toller Pass. Was für eine Bambuschi. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Endlich. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich war zwar nicht direkt beteiligt, aber... Das Tor sehen wir hier, gebe weiter, zack. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Schöne Sache. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Schön. Grund zur Freude auch am Spiel. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das vierte Tor hat er schon. Viteriti. Kenne ich nicht, aber so, ist egal. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Brandenburger. Boneu Aferro. Maximus. Hamdi Damani. Maximus hat irgendwie absolut die Ladehemmung hier, ne? Aber wenn nichts weiter da rankommt, ne? Keine weiteren Zuspiele, dann kann ich auch nichts machen. Vielleicht sollte ich mehr versuchen, durchzustürmen. Mike Kegel. Ah. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt er schon. Ah. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Ey, geile Sache. Ein bisschen zu steil. Ich hätte vielleicht passen sollen. In der Minute, oder? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich drauf hämmern oder passen sollte. Die Ecke kommt rein. Geht er rein? Was für ein Tor! Megator! Eier! Was für ein geiles Tor! Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch, bam! Geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Was für ein geiles Tor. Lecco mio. Huh. Und da ist er wieder zurück. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Tore ich eigentlich schon geschossen habe. 3 Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Schönes Tor. Hartmann. Hamdi Damani. Daniel Stanese. Ja. Wir gehen mal wieder nach innen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau.
Daniel Stanese. Keeper geht gut zum Ball, faustet ihn weg. Das war eng, aber er hat ihn. So, Halbzeit. Sie liegen mit 2 zu geil! Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Nicht so überraschend, das Resultat zur Pause. Sie mussten bisher kein Gegentor hinnehmen. Geil. Wie so oft zuletzt. Sie sind extrem, extrem defensiv stark. Ah, das war wirklich ein richtig geiles Tor. Meine Fresse. Zwickau, Rostock, noch nix. Und ich soll noch besser darauf achten, wo ich stehe. Aber wir haben ein Tor geschossen. Und jetzt geht's weiter, zweite Halbzeit. Die zweite Hälfte läuft. Ah ja, gut. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Schick. Oh, hat er schön gemacht. Da kann er ihn stoppen. Na, bin ich noch rangekommen an den Ball, aber ich konnte ihn unter Kontrolle behalten. Brooks. Daniel Stanese. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Er will jetzt den Ball. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Oh. Daniel Stanese. Schussversuch. Ah, ja. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Naja, der war nicht gut. War in der Nähe, aber ich wollte ja auch nicht zu lange warten, weil dann habe ich immer das Problem, dass dann irgendeiner mir den Ball wegnimmt. So, wir haben 8 Schüsse aufs Tor gemacht, ne? Oder überhaupt 8 Schüsse. Schick. Kurt. Oh, langer Ball. Da ist erstmal keiner. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. So, normales Aufbauspiel hier. Daniel Stanese. Und damit sind sie am Ball. Habe ich mir den Ball. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Brooks. Ach. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Die Idee war zwar gut, aber ich konnte nicht richtig durchsetzen. Hereingabe. Flanke bleibt hängen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da muss er flanken. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ich weiß es nicht. Was schlechtes Stellungsspiel. Wo soll ich denn stehen, Mann, du Ochse? Ich sehe es doch nicht, wo ich stehe. Da kommt der Pass auf außen. Der Angriff könnte was werden. Jetzt guck mal. Da wäre es fast passiert, aber der Torwart passt auf. Der hat mich aber festgehalten. Der Spieler ganz allein auf ihn zu, aber er bleibt ruhig. Kurt. Mike Kegel. Hartmann. Da gewinnt er den Zweikampf. Toller Pass. Jetzt die Flanke. Ball kommt rein. Wie geil war das denn? Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Ein richtig schönes Ding gemacht, ey. Die Flanke. Nur leider nicht rein. Da ist die Flanke. Da können Sie erstmal klären. So, wieder zurück. Er ist draußen. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen.
So, 17. Minute. Ich denke mal, das könnte durchaus ein Sieg werden für uns. Brooks. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ah, wir haben den wieder. Euer Torwart. Und? Robin Scheu. Ah, Cottbus hat wieder. Nein, hat nicht. Mike Kegel. Hamdi Damani. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Gott. Mehr Glück als Verstand hier. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt sind sie am Ball. Geht er rein? Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Verdammt! Da macht er auf und kann klären. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ah. Jetzt haben sie den Ball verloren. Verdammt! Daniel Stanese. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ah, verdammt. Ich dachte, der kriegt den noch irgendwie zum Reinflanken, dass ich da vielleicht noch irgendwas mache. Sie brauchen natürlich den Ball, so wird das. Ah, der ist aus. Die Fans sind unzufrieden. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern ihn, kein Wunder. Ja, definitiv einer der ich bin gespannt, ob irgendein Verein dann noch auf mich zukommt und will mich haben. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Die Gäste werden wechseln. Und er schießt. Gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Naja, ich muss das probieren. Wer hätte die anbremsen sollen und dann reinschießen, ich weiß es nicht, aber die sollen alle ein bisschen in die Hosen voll haben, wenn Maximus auf dem Platz ist. So, 7 Schüsse. Steven Ruprecht. Und da ist der Ball wieder weg. Schönes Spiel. Ach, nee, das war doof. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Dominik Ernst. Ernst Eiswürfel. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß. Ja, die wollen ja die Zeit abspielen lassen, ne? Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Ah, verdammt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Brooks. Ach. Ballverlust. Wir haben gewonnen. Oh, da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Yes. Gutes Ergebnis. Sie gewinnen und das zu Null. Ja, das lag vielleicht auch ein klein wenig am Gegner, aber in jedem Fall, es war eine konzentrierte Abwehrleistung. Supi! Auswärtsauftritt. Der Sieg geht definitiv in Ordnung. Ja, sie sind hier ohne Gegentor geblieben. Kompliment. Und somit hat Cottbus ja, wahrscheinlich immer noch erster Platz. Mal wieder ein Tor von Maximus und das ist auf jeden Fall super. Schüsse 42%. 3 von 4 aufs Tor. Vorlagen. Wichtige Pässe 2. Und eine ordentliche Flanke. 2 Kämpfe, 66%. Okay. Ja. Aber würde ich mal sagen, weiter geht's im Geschäft. Und Zwickau hat verloren gegen Rostock. Okay. Und ja, wir sind immer noch Erster. Glaube, Uerdingen hat verloren. Und ja, 4,3 Millionen ist der Maximuswert und wir bewegen uns langsam auf die Stufe 71. Damit würde ich einen Fisch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.